das erste deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. In ihrem geliebten ersten deutschen Fernsehen. Ja. Vielen Dank, sehr aufmerksam, meine Damen und Herren. Heute, Sie merken es, ist die Stimmung hier noch besser als gestern. Es liegt natürlich an diesem sensationellen Spiel unserer Nationalmannschaft. 13:0 gestern gegen San Marino. Und ich will nicht nörgeln, ich will wirklich nicht nörgeln, aber mit Jürgen, mit Cleansey, wären 14:0 drin gewesen. Es war ein Hammerspiel, oder? Jedes Mal, wenn ich von RTL rübergeschaltet habe, schon wieder 2 Tore. 4 Tore von Poldi, muss man sagen. Tolle Sache. 4 Tore von Poldi, ich glaube, das macht auch schwer Eindruck bei denen, mit denen er am Samstag bei den Bayern wieder auf der Bank sitzt. Übermorgen ist es soweit. Seine Heiligkeit, Papst Benedikt XVI., das ist die offizielle Anrede, kommt nach Bayern. Es reicht nicht für einen Besuch in Deutschland, er kommt nur nach Bayern. Sicherheitsstufe 1, sage ich nur. Ja? Straßen gesperrt, Orte abgeriegelt und die Kühlhäuser zugeschweißt. Hat ein sehr dichtes Programm, nur in Altötting bleibt er einen ganzen Tag, das ist wichtig. Und falls Sie sich fragen, warum, er will meinem lieben Freund Otti Fischer die Beichte abnehmen. Nathalie Lika und die eine Showband. Ich habe einen Brief bekommen von Herrn Dutschke aus der Nähe von Bad Saulgau. Ja? Ah, das ist übrigens die Back-to-the-Roots-Tour des Papstes. Marienplatz, zweimal München, Neue Messe, Altötting, 12.9. Ringsburg, nur noch Restkarten, Freising ausverkauft. Und Pink ist unterwegs. Dass Sie da nichts durcheinander bringen. Ja, beide sind in München. Genau hinschauen, bitte. Wer auf der Bühne umsteht. Und zwar, Sie haben kürzlich, habe ich doch gesagt, im Tatort die Nebendarsteller, die müssen dann gleich nach Saulgau. Bad Saulgau seit 2000, denn es ist ein Kurbad, ein Heilbad. Und in der Schwäbischen Zeitung, Rubrik Gschwätz, war sofort erwähnt, hallo, wir sind erwähnt, warum gerade wir? Und man hat uns eine E-Mail geschickt und hofft auf Antwort. Wir haben keine Zeit für E-Mails, wir antworten direkt übers Fernsehen. Deswegen machen wir die Sendung. Saulgau, Bad Saulgau, ehrlich gesagt, fiel mir gerade so ein. Und es liegt mir fern, wirklich, ich habe schon viele Orte beleidigt, Bad Saulgau zu beleidigen. Ja? Bad Saulgau ist eine der Perlen, das Kronjuwel von Oberschwaben auf halbem Weg zwischen der Schwäbischen Alb und dem Bodensee und der Schweiz. Immer einen Abstecher wert. Es lohnt sich, fahren Sie nach Bad Saulgau. Theatermäßig ist es dort, glaube ich, nicht so viel los, ich weiß nicht. Es ist eine Mischung, es ist vielleicht die Hölle, ich weiß es nicht, ich war nie da, ja? Keine Ahnung. Aber Bad Saulgau selber, um zu baden, um zu kuren, um zu relaxen und einfach mal zu sagen, tolle Atmo, wenn es um 8 Uhr abends dunkel ist. Ja? Also, liebe Bad Saulgauer, mehr kann ich im Moment nicht für euch tun, aber jetzt habt ihr doch Gesprächsstoff bis Jahresende. Und lasst uns wissen, wie diese Message jetzt bei euch ankam. Ich kann noch nachlegen. ganz wichtig, bei den Skandalen hat sich wenig getan. Wir geben ja täglich die Skandalcharts raus. Das sind für diese Woche die aktuellen Skandale, damit Sie auf dem neuesten Stand sind. Die Skandalcharts. Auf Platz 98 der Absteiger der Woche und schon fast vergessen, der Opa von Tokyo Hotel hat ausgeballert. Der Dauerbrenner auf Platz 3, der Kofferbomber. Auf Platz 2, Eva Herrmann. Und auf Platz 1, das sensationellste Comeback des Jahres, das Gammelfleisch ist wieder da. Unsere Neuvorstellung, der hoffnungsvollste Skandal für die nächste Woche, die Blauzungenkrankheit. Sie könnte die neue Nummer 1 werden, wenn sie auch Menschen befällt. Das Buch von Eva Herrmann übrigens nächste Woche Sondersendung bei Hart aber fair mit Frank Plassberg. Ja?
der gestern auch eine Riesensendung hingelegt hat. Ich habe es mir angeschaut. Thema Schule. Ja. Und bester Gast. Alle waren toll, aber der allerbeste war Kalle Pohl. Warum? Weil er einfach fit in der Birne ist. Schule, Familie, Kinder, Küche, Kirche. Es gibt nur noch ein Thema und es ist eine Floskel, aber ich sage es trotzdem. Deutschland, darum beneidet uns die Welt, ist ein Kinderparadies. Wir haben Geburtenraten wie sonst nur noch in zentralen Teilen Afrikas. Das Land platzt aus allen Nähten, so viele Kinder haben wir. Und da ist natürlich eines besonders wichtig. Welches ist der richtige Kindergarten für mein Kind? Wir haben da mal ein... Oh, das ist übrigens... Das ist eine absolute Sensation. Das grüne Fernsehgewölbe wurde hier unter dem Studio neu eröffnet. Es war lange verschüttet, es war vergessen. Und dann wurde hier in Köln eine, ja, wie soll man sagen, eine beheizte Urinabflussleitung von der Domplatte hierher gelegt. Das sollte ich vielleicht mal ganz kurz sagen, wenn Sie in Saulgau gebadet haben. Ja? Wenn Sie in Bad Saulgau relaxed haben. Dann, wenn die Harnwege wieder durchgespült sind, wir haben hier wirklich tipptopp die neue Umgebung des Doms renoviert. Wir haben für 500.000 Euro einen Lift gebaut, der Sie, wenn Sie nicht die Treppen steigen wollen, von der Ebene des Bahnhofs hoch zum Dom bringt. Dieser Lift, dieser 500.000 Euro Lift wird fast ausschließlich missbraucht als Pissoir. Große Aufregung hier in Köln, und zwar nicht nur, dass Leute reingehen und dort das Wasser lassen, sondern man steht auch draußen und hat festgestellt, durch die schmale Ritze, wenn die Aufzugtür schließt, tröpfelt es in den Lift rein. Wer ihn findet, bitte lassen Sie das in Zukunft. Wenn Sie unbedingt auf der Straße urinieren wollen, machen Sie es doch kurz vor Bad Saulgau. Aber nicht im Ort. Ja, im Ort. Also, weiß ich, kenne mich da nicht so aus, aber kein, irgendwas hinkommen. So, das hier. Um 1400 die Büste von Thomas Gottschalk. Aus dem grünen Fernsehgewölbe hier unter dem Studio. Kommen Sie bitte nicht in den nächsten Monaten, um sich das anzuschauen. Viermal eine Warteschlange um das ganze Gebäude. Hammer. Also die Leute sind wie Jeck. Ja, sehr schön gearbeitet. Das war die dritte, vierte Wetten, das damals ja noch in Burgen auf Pferden. Das sogenannte Haupt von Remagen. Es war gar nicht einfach, das herzukriegen. Da reißen die Museen der Welt sich drum. Das hier ist ein Kleinod. Die goldene Zahnspange von Lisa Plenske. Haben wir überhaupt nur als Leihgabe bekommen, weil wir ja, nach wie vor guten Kontakt zu Sat.1 haben. Ja. Aus getriebenem Blech gearbeitet. Da guckt ihr mal diese Fassungen an, das ist doch der Hammer, das oder? Ist das Entscheidende. Man könnte meinen, es ist der Smaragd, da vorne dieser 221 Karäter Celsius. Aber das Eigentliche ist die Fassung. Und das hier ist etwas, was zeigt, dass die Kirche nicht immer so tolerant war, wie wir sie heute kennen. Ja. Ja? Es ist... Das Florian Silbereisen. Ja. Das haben viele Märtyrer auf den CD-Player genagelt bekommen, wenn sie wieder mal behauptet haben, die Erde ist eine Scheibe, anstatt zu akzeptieren, dass die Erde eine Kugel ist, wie es die Kirche von Anfang an behauptet hat. Und wenn Sie jetzt sagen, aber das ist doch harmlos, dann achten Sie bitte auf diese geheimnisvollen Vexierspiele, die es im Mittelalter gab. Das heißt also, wenn eine weiß gekleidete Jungfrau auf dem Weg zum Scheiterhaufen hier hinten vorbeihuschte, leuchtet doch noch mal kurz das Gesicht von Florian auf. Magisch. Das ist unglaublich. Und jetzt, meine Damen und Herren, die absolute Sensation. Um 800 in einem Elektrogroßmarkt südlich von Cluny entwickelt die erste Fernbedienung des Abendlandes. Nur zwei Tasten, ein Aus... Und erstes Programm.
war lange verschollen, wurde dann gefunden im Dachboden eines Fischers in der Bretagne, der es aus dem Fenster warf, seiner ehebrechischen Frau hinterher. Und da ging zufällig der Arte-Präsident Jobs Ploog unten entlang. Ehrlich? Mit einem Korb voll frischer Fische vom Markt. Es fiel ihm vor die Füße, er nahm es mit. Doppelt so teuer wie der Kölner Dom, inklusive Schrein und Lift. Also das nur ganz am Rande, das grüne Fernsehen. So. Das ist ein ganz ein Lieber. Ja, natürlich. Erinnere mich an unser Charlie aus dem ZDF. Ja. Da muss, sag mal, ZDF schiebt bei euch eigentlich überhaupt keiner mehr Dienst samstags, wenn ihr die Serie einschiebt oder was. Das ist ja, ihr schiebt das ja vollkommen wild durcheinander. Rodolfo ist schon 4-mal gestorben und 11-mal wieder auferstanden. Ja? Das ist ja dieser italienische, nicht Gemüsedieb, sondern Tierpfleger. War tot, alle heulen, plötzlich ist er wieder da, ohne Ankündigung, dass es eine Wiederholung ist oder irgendwas. Aber ich sehe es gern, weil bei unser Charlie ist ja das Tolle, dass die Schauspieler, das wusste ich gar nicht, geprügelt werden und unter Drogen gesetzt, um ihre Texte zu sprechen. Ehrlich? Ja, habe ich gehört. Die Tiere machen es freiwillig, ja. Aber die Schauspieler, die werden behandelt. Also das wäre mal ein Fall, da könnte man sich auch mal von Frontal 21 drum kümmern. Aber das ist nicht das Thema. Meine Damen und Herren, die wichtigste Frage ist, das wissen Sie ja, welches ist der richtige Kindergarten für mein Kind? Ich sag's mal so. Nehmen wir an, Sie haben einen Kindergarten, der ist 500, 600 Meter davon entfernt, wo Sie wohnen. Wenn Sie jetzt eine Rabenmutter sind, ja, wenn Sie eine Bestie von Vater sind, dem es vollkommen egal ist, wo sein Kind später kellnert, ob in China oder Indien, ja, dann bringen Sie natürlich Ihr Kind dahin, ja. 500, 600 Meter entfernt. Gut, das muss uns nicht weiter interessieren. Wenn Sie aber modern sind, wenn Sie sagen, ich habe im Grunde die modernen Frauenbücher auswendig gelernt, dann fangen Sie eigentlich 4 Wochen vor der Zeugung an, sich mit dem richtigen Typ von Kindergarten zu beschäftigen. Das ist zeitaufwendig. Ich sag mal, die geläufigsten Modelle ist zum Beispiel Modell kommunaler Kindergarten. Ja? Wird von der Stadt finanziert, ist okay, ist alles da. Hat ein klares pädagogisches Konzept, ist ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Kann sein, dass Sie dort mit dem Satz konfrontiert werden, die Kommune muss sparen. Das bedeutet einfach, sagen wir mal, dass am zweiten Advent die Fenster rauskommen, weil die in der Sporthalle gebraucht werden. Ist aber für jemand, der sagt, ich möchte mein Kind sozusagen so normal wie möglich aufwachsen lassen, ist nicht das Schlechteste, muss ich sagen. Die Frage ist auch, wie weit sind Sie bereit zu fahren? Jeden Tag. Ich finde, wenn das Kind im ersten Kindergarten ja Chinesisch lernen soll, was ohne das geht es eigentlich nicht. Natürlich. Globalisierung. Ja? Wenn das Kind Taekwondo, Cello und Meditation mit gleichzeitiger Beschallung von Russisch machen soll, halte ich eine Fahrstrecke von 150 Kilometer einfach. Pro Tag für nicht übertrieben. Zum Beispiel in den Waldkindergarten. Was ist eigentlich der Waldkindergarten ist eigentlich absolut perfekt, vorausgesetzt, Sie haben einen Wald. Ja? Dann steht da so ein Bauwagen, dann sind die Kinder den ganzen Tag an der frischen Luft, die arbeiten mit Holz, die schlagen nur mit natürlichen Materialien aufeinander ein, also das ist eigentlich perfekt. Wenn Sie nur Großstädte haben, dann ist der Waldkindergarten das zentral, was zwischen den Hundescheißhaufen noch zu sehen ist. Muss aber keinen Abbruch tun, weil strahlt ja auch eine gewisse Wärme aus. Genau. Ja? Mein Favorit, Sie haben doch hier oben die Möglichkeit Waldorf-Kindergarten. Ja? Sie sehen, wo diese Geige hängt, von den Kindern selbst gebaut. Hier. Wobei ich sagen muss, ruhig, Charlie, was hast du denn wieder für Streiche angestellt? Das ist der berühmte Satz aus unser Charlie. Ja, komm mal her, Charlie. Charlie, beruhig dich. Charlie ist so unruhig heute. Was hat er denn, Rodolfo? Du musst sagen, ich weiß es nicht, vielleicht hat er deinen Martiner erschreckt. Charlie, nichts anstellen. Vielleicht sagen Sie auch, mein Kind soll sozusagen, alle
Seiten des menschlichen Daseins kennenlernen und Sie bringen Ihr Kind in einen integrativen Kindergarten. Ja? Wenn Sie dort zum Beispiel reingehen und einfach diesen Satz locker sagen, oh, das ist ja super, wie hier Behinderte integriert werden. Bitte. Sagen Sie diesen Satz nicht. Sie sind nicht auf der Höhe der Zeit, denn Sie sind der Meinung, dass Behinderte, sogenannte Behinderte, bei sogenannten